Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Fred Costa und ich bin Sales Manager bei Europa, bei Imricor. Und ich danke Ihnen, dass Sie Zeit reserviert haben, um hier zu sein. Heute werden wir die Katheterablation im MRT besprechen. Heute Nachmittag werden Thomas Gaspar und Dr. Stefan Ulbrich vom Dresdner Herzzentrum Ihnen einen besseren Einblick in die Katheterablation im MRT geben. Und viele mag dies wie eine ferne Zukunft klingen, aber Imricor hat die Zukunft in Reichweite gebracht. Imricor bietet Ihnen die Möglichkeit, morgen die Zukunft zu haben. Nach der Präsentation besteht die Möglichkeit, einige Fragen zu stellen, die die Herren beantworten werden. Und jetzt ist das Wort an Dr. Thomas Gaspar und Stefan Ulbrich. Viel Spaß. Einführung. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Ja, gut. Also, vielen Dank für diese schöne Einführung, Fred. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Freude, Sie hier in Dresden zu begrüßen. Ich sitze hier zusammen mit Stefan Ulbrich. Ich bin der Leiter der Rhythmologie im Herzzentrum Dresden. Stefan Ulbrich ist unser Oberarzt für das MRT. Ist eine Mischung aus Bildgebenden wie auch Interventionalisten. Ich bin gebeten worden, mit Ihnen über das Potenzial der MRT-basierten Ablation zu sprechen. Ich habe dazu eine Präsentation von 20, 25 Minuten vorbereitet. Nach der Präsentation steht uns frei oder steht Ihnen frei, Fragen zu stellen, die ich dann hoffentlich beantworten kann. Wenn nicht, werden die Kollegen von Imricor uns dabei helfen. Kleinen Moment. So, jetzt. Also. Sprechen wir. Wir sprechen über MRT-Ablation. Warum sollen wir das tun? Welchen Grund gibt es für Elektrophysiologen im MRT zu arbeiten? Und es ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Die naheliegendste Antwort ist, weil wir im MRT keine schädliche Fluoroskopie, keine Röntgenstrahlung brauchen. Wobei das sicherlich nicht im Vordergrund stehen soll. Dafür müssen wir nicht ins MRT. Wir haben inzwischen hocheffektive und qualitativ gute Mapping-Systeme, das Cardio-System, das Insight-System. Das heißt, das Ziel ist sicherlich nicht, Fluoroskopie zu sparen. Das Ziel oder die Potenziale in der MRT-Ablation sind eher folgende. Uns ist es möglich, tatsächlich eine dreidimensionale Visualisierung zu zeigen. Ja, wir können die Herzanatomie besser anschauen. Wir haben Informationen über Funktion, wir haben auch tatsächlich neue Informationen über Gewebeseigenschaften. Wir sind in der Lage versetzt, Arrhythmiesubstrate zu beschreiben. Ja, das ist in der Fluoroskopie nicht möglich. Wir können im MRT nach Narben suchen, nach Fibrose suchen, auf Molekularebene schauen. Das heißt, es sind tatsächlich neue Wege im Blick in die Zukunft, vor der wir, glaube ich, lange Zeit geträumt haben, um die zugrunde liegenden Mechanismen für die Arrhythmie zu detektieren. Letztendlich auch nicht ganz zu vernachlässigen, wir können die Nachbarstrukturen besser beurteilen. Beispielhaft, wenn wir irgendwann mal über eine Vorflimmerablation sprechen, kann man unsere große Sorge Ösophagus immer schön und gut zeigen. Wenn wir über VT-Ablationen sprechen, sehen wir vielleicht mal den Nervus phrenicus. All das sind potenzielle Hilfen, die uns das MRT gibt. Wenn wir erfolgreich abladiert haben, stellt sich immer die Frage, wie effizient arbeiten wir? Was erreichen wir im Herzen? Im Moment sind wir diesbezüglich noch limitiert. Ja? Wenn wir das im MRT machen, können wir wahrscheinlich oder hoffentlich während der Ablation und gleich nach der Ablation uns Gewebe zeigen lassen. Gewebseigenschaften, die können die Läsion uns visualisieren durch Gewebsbeschreibung. Wir können die MR-Thermometrie benutzen. Sprich, dort sind ganz, ganz viele Potenziale noch versteckt, die wir noch entdecken sollen und werden. Ja. Und das ist ein Punkt, die Detektion von Komplikationen, was wir hoffentlich selten brauchen werden. Trotzdem kann es hilfreich sein. Ja. Wir kennen alle die Prozeduren, wo der Patient auf einmal mit dem Blutdruck plötzlich abfällt, reagiert. Ja. Und dann stellt sich immer die Sorge, der Patient ein Perikarderlos. Heutzutage benutzen wir Fluoroskopie, ein Ultraschall, all diese Punkte im MRT. Bitte ich meinen Kollegen, kurz eine Sequenz zu fahren und kann mir sofort sagen, Achtung Thomas, dort läuft was ins Perikard oder läuft nicht ins Perikard. Und all das
sind potenzielle Vorteile der Ablation im MRT. Wo kommen wir her? Ich glaube, das ist ein Bild, das kennen Sie. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Das ist ein Patient mit einer ischämischen Herzerkrankung, hat einen Doppelklappenersatz, wie Sie das schön in Fluoroskopie sehen können, hat aber auch gleichzeitig ein großes inferobasales septales Aneurysma. Ja. Und dieser Patient ist zu uns vorgestellt worden mit einer anhaltenden Kammerrhythmusstörung, eine Kammertachykardie. Und wir wissen, dass Narben, dass Aneurysmata tatsächlich der Ursprung dieser Tachykardie sein können. In der nackten Fluoroskopie haben wir aber wenig Informationen, sodass wir uns hier versuchen zu helfen, indem wir Kontrastmittel dort direkt über den linken Vorhof in den linken Ventrikel injizieren. Man kann hier tatsächlich sehr schön sehen, wie unten das Aneurysma hängt. Ja? Also man kann sich gut vorstellen, wo die Rhythmusstörung herkommt. Letztendlich ist es aber nur ein Hinweis. Ja? Wir haben keine Informationen über Gewebeseigenschaften, wir sehen nicht die Narbengrenzen, wir sehen nur dort, dass das Aneurysma hängt. Und das ist tatsächlich eine herausfordernde Situation, bei welcher uns das MRT möglicherweise oder sicher helfen könnte. Dort sind wir aber noch nicht. Dort sind wir leider noch nicht. Dort kommen wir hoffentlich zeitnah hin. Wo wir momentan sind, sind die einfachsten Rhythmusstörungen. Und ich glaube, das ist eine Blickdiagnose. Und das erwarte ich von meinem Assistenzarzt in der 8. Woche, dass er es erkennt. Mit einem Blick, das ist ein typisches Vorhofflattern. Das ist eine Rhythmusstörung, die mich immer freut, wenn ich die sehe, weil ich mir einmal meine Empfänger vor über 10 Jahren der Elektrophysiologie denken lässt. Das ist die Ablation, die am einfachsten und schnellsten geht. Das typische Vorhofflattern. Wir kennen die Rhythmusstörung, wir verstehen die Rhythmusstörung, wir wissen, dass dieses Vorhofflattern auf einen Re-Entry-Kreis im rechten Vorhof zurückzuführen ist. Wir kennen unser Ablationstarget des rechtsatrialen Isthmus, sprich, dass wir hier eine Ablationsversion setzen sollen. Und auch diese Untersuchung können wir inzwischen sicher und schnell im konventionellen Katheterlabor durchführen, unter Fluoroskopie. Ja, das ist keine große Herausforderung. Trotzdem gibt es hier schon manchmal die Fälle, dass man wirklich minutenlang auf diesen Isthmus rumbrennt, salopp gesagt, und wir keinen Block erreichen. Ja, und dann fragt man sich, was ist da los? Und manchmal versteckt sich, wie ich hier im rechten Bild zu sehen, ein Pouch, sprich eine Gewebseindellung im Bereich des Isthmus. Und diesen Pouch können wir in der Fluoroskopie nicht mal erahnen. Ja, wir können da Katheterbewegungen versuchen zu projizieren, aber wichtige Informationen haben wir nicht. Und das ist schon ein schönes Beispiel, wie wir im MRT tatsächlich diesen Pouch sofort sehen würden und gezielt mit dem Katheter hinsteuern könnten. Aber natürlich, meine Damen und Herren, kann das nicht unser Ziel sein, für diese Intervention ins MRT zu gehen. Dafür brauche ich kein MRT, aber das ist wahrscheinlich logischerweise der erste Schritt in die richtige Richtung. So wie Herr Hendricks vor 12 Jahren mich ins Katheterlabor gelassen hat, gesagt, Thomas, fang mit dem Isthmus an, da kannst du nicht viel kaputt machen, das ist einfach, das machst du schnell, dann lernst du. So sehen wir im MRT auch. Wir fangen mit Isthmus-Ablationen an, da kann man salopp gesagt nicht viel kaputt machen, das ist überschaubar mit einem klaren Endpunkt. Ziel muss aber natürlich sein, komplexe Wandel. Und da geht es heutzutage überwiegend um linksatriale, linksventrikuläre Rückenstörung. Wir sehen hier im linken Bild des 3D-Mapping-Systems ein Voltage-Map, in dem wir versuchen, tatsächlich abnorme Myokardareale zu identifizieren. Wir haben dieses Voltage-Map endokardial und epikardial gemacht, sprich wir versuchen hier tatsächlich im Labor durch elektrophysiologische Manöver, durch direkte Ableitung von Potenzialen, uns anatomische Strukturen darzustellen. Auch in diesem Bereich sind wir weiter. Auch in diesem Bereich hat das MRT Einzug gehalten. Ich glaube, alle von Ihnen kennen die Daten von SMA Roche, der Einführer, der Entdecker der MRT-Bildgebung bei Arrhythmien. Und auch hier sind wir schon in der Lage, in MRT tatsächlich Fibroseareale oder abnorme Myokardareale zu detektieren. Ziel ist es natürlich, im MRT gut sichtbar gemachte Areale sofort online zeitnah zu nutzen und uns gar nicht groß die Mühe machen zu müssen, das mit einer Punkt-für-Punkt-Visualisierung im Katheterlabor zu erschließen. Neben diesem Vorhofflimmer, meine Damen und Herren, geht es natürlich um Gierung, es geht um Kammerrhythmusstörung. Ventrikuläre Rhythmusstörung häufig oder fast immer auf Grundlage einer strukturellen Herzerkrankung. Ja, und wir sehen hier im linken Bild das schöne Cardo-Map, in dem wir tatsächlich auch wieder versuchen, durch
Point-by-Point-Mapping die abnormen Areale darzustellen. Ja. Auch in diesem Bereich gibt es schon schöne Arbeiten aus dem MRT. Im MRT sehen wir nicht nur die abnormen Areale, im MRT kann man tatsächlich auch die Gewebsbetten direkt visualisieren. Und heutzutage versuchen wir, diese MRT-Bilder ins konventionelle Katheterlabor zu integrieren, mit dem 3D-Mapping-System zu integrieren. Leider, wie die Arbeit von Cordonneux zeigt, passt das nicht immer. Wir haben dort die Hürde der korrekten Fusion. Ja? Und wenn wir dort 1-2 Zentimeter daneben fusionieren, dann passt das nicht mehr. Das heißt, wir müssen es fusionieren. Und wir sehen auch häufig, dass das im MRT nachgewiesene Substrat nicht zwingend zu elektrophysiologischen Substrat passt. Insofern wäre das auch ein interessanter, schöner Schritt, dass wir das online im MRT scannen, zeigen, behandeln und dann erfolgreich die Prozedur abschließen. Alles schöner, alles wunderbar. Wo kommen wir her? Das ist meine junge Assistenzarztzeit 2012, damit zusammen mit Imricor im Herzzentrum Leipzig begonnen. Und das war wirklich eine grausige Zeit. Man kam sich vor, als man gerade Fahrradfahren lernen möchte. Sie sehen hier links das MRT, ein Chaos ohnegleichen. Ja. Wir haben versucht, gerade in einem komplett neuen Umfeld zu arbeiten. Sie sehen hier Kabel auf dem Boden. Sie sehen halbherzig hingestellte Monitore, nicht halbherzig, sondern behelfsweise hingestellte Monitore. Ich weiß, dass die Kollegen damals von Imricor nach Leipzig kamen, noch abends schnell zum Saturn gefahren sind, dort einen Monitor kaufen mussten, weil es alles nicht funktioniert hat. Das waren tatsächlich schmerzvolle Schritte. Ja. Wir haben dort Melonen ins MRT gelegt, wir haben dort mich selber ins MRT gelegt, ich lag da selber in dieser Röhre, einfach mal ein bisschen Gefühl zu bekommen, das war der Anfang. Und man konnte sich damals nicht vorstellen, dass das tatsächlich die Zukunft sein soll. Und erfreulicherweise ist es die Zukunft. Heutzutage sieht das anders aus. Das ist ein Bild aus unserem aktuellen MRT. Ja, Sie sehen mich hier am Tisch stehen. Das war vor ungefähr 8 bis 10 Wochen. Wir sehen ein aufgeräumtes Umfeld. Wir sehen ein steriles Umfeld. Wir haben gute Kommunikationsmöglichkeiten. Wir haben Monitore fest eingebaut, hochauflösende Monitore. Wir haben Patienten Vitalwerte im MRT kontrolliert. Ja. Das heißt, es ist so, wie man sich ein Krankenhaus, ein OP vorstellt. Aufgeräumt und sauber. Und auch im Vorfeld, auf dem Vorraum, hier im Kontrollraum, Stefans Arbeitsplatz, auch dort kann man sich vorstellen, dass man hier jemanden gut behandeln kann. Wir sehen hier die Pumpe, wir sehen hier Visualisierung, wir sehen Generator. Sprich, dort sind wir heute, nach 8 Jahren, sind wir tatsächlich angekommen, dass wir ein Umfeld haben, in dem man sich auch wohlfühlt. Wie machen wir das? Ich würde kurz mit Ihnen 2, 3 Slides teilen, wie wir das machen. Wir sehen hier den Vorraum des MRTs. Die Schwestern, wir sind zwischen übergegangen, das Vorhofflattern routinemäßig im MRT zu behandeln. Ja, das heißt, die Schwestern bekommen zunehmend Erfahrung und Sicherheit. Ja. Wir haben die ganze Prozedur jetzt neu, direkt im MRT übertragen. Das heißt, der Patient wird hier im Vorraum, wie Sie sehen, von der Schwester vorbereitet, mit EKGs beklebt. Sarah freut sich. Ja. Wir haben eine Sauerstoffsättigung angelegt. Wir sehen hier das EKG, welches nachher mit dem MRT geht. Wir sehen das Hochflattern. Wir sehen eine Sauerstoffsättigung. Tatsächlich das, was man als invasive Kardiologe, Rhythmologe erwartet. Ja. Und was wir heutzutage noch machen, wir sedieren den Patienten. Wir sedieren den Patienten im Vorraum und damit Propofol aus 2 Gründen. Erstens ist es für den Patienten angenehmer. Und zweitens ist es für uns angenehm, wenn der Patient noch diese Anfangshürden, die Lernkurve nicht direkt mitbekommt. Ja, das heißt, der Patient wird sediert, wie Sie hier sehen, ins MRT eingefahren, Sedierung läuft schon, Monitoring ist da, einmal rauf und runter, dass es passt. Und damit sind wir komplett im MRT. In der nächsten Stufe gibt es im MRT die weitere Vorbereitung. Der Patient bekommt die Neutralelektrode, wie beim klassischen Operationsprozedur, auf den Oberschenkel geklebt. Die Schwestern decken mir einen Tisch, so wie wir es im IP im Katheterlabor auch kennen. Lokalanästhesie, Nadel, Skalpell, alles da, wie man sich es vorstellt. Der Patient wird steril abgedeckt, auch das wie im klassischen Netzkatheterlabor. Nochmal eine Folie hingeklebt. Die Katheterspülung wird nochmal luftfrei gemacht. Und dann kommt meistens der Anruf: Thomas, wir sind fertig, komm nochmal in den Saal und leg mal los. Ja? Und das ist tatsächlich neu dieses Jahr.
Wir führen inzwischen, wie vorhin erwähnt, die komplette Intervention im MRT durch. Anfänglich wurde das alles noch im Katheterlabor durchgeführt. Wir haben zum Anfangszeiten bis zu wenigen Jahren noch das im Herzkatheterlabor durchgeführt. Patienten wurden unter Fluoroskopie punktiert, die Katheter wurden unter Fluoroskopie vorgeschoben und der Patient musste dann komplett ins MRT transferiert werden. Das haben wir verlassen inzwischen. Wir punktieren den Patienten klassisch konventionell im MRT. Sie sehen hier die venöse Funktion mit einer klassischen Funktionsnadel. Ich habe hier einen Terumodrat und darüber mit einem Skalpell kurz eine Inzision gemacht und darüber die L-Fren-Schleuse rechts und links in die Leiste eingeführt. Dann kommt der Katheter, wird angereicht, Spülung angeschlossen. Katheter wird die ersten 2-3 cm in das Becken des Patienten vorgeschoben. Und dann sind wir eigentlich fertig. Und dann kommt ein fragender Blick zu Stefan und sagt, Stefan, leg du mal los. Das heißt, wir sind eigentlich bereit, die Intervention durchzuführen. Dann geht es natürlich darum, diesen Katheter ins Herz vorzuschieben. Und das war die große Hürde von ein paar Jahren, dass wir Sorgen hatten, dass wir ohne Fluoroskopie die Beckenachse nicht ordentlich durchqueren können, dass wir das falsch abbiegen. Und das kann durchaus vorkommen. Was jetzt die Kollegen von Imricor neu entwickelt haben, die haben so einen Tracking-Sensor an der Spitze des Katheters positioniert, sodass sie, wie Sie hier sehen, online den Katheter tracken können. Ja, Sie sehen hier, wie ich den Katheter über die linke Leiste langsam nach oben schiebe. Stefan fährt die Scan-Sequenz. Sie sehen hier am Anfang, wenn ich mich kurz verirrt habe, in der Seitengefäß bin, dann zurückkomme und dann ganz gezielt den Katheter durch die Beckenachse bis auf Herzhöhe schiebe. Und das ist tatsächlich inzwischen ein Teil der Prozedur, der gar keine Sorgen mehr macht. Das geht schnell, geht einfach. Stefan macht schöne Sequenzen. Der Katheter ist wunderbar zu sehen. Das heißt, das ist wirklich ein ganz simpler Teil der Prozedur. Das reicht aber noch nicht. Da ist Stefan noch nicht ganz aus der Sache raus. Jetzt ist tatsächlich Stefan gefragt. Das habe ich Ihnen auch mit reingeschnitten. Hier sehen wir die Oberfläche der Siemens-Software für den Scanner. Und hier wird Stefan gebeten, die MRT-Bildgebung mit dem Blick des Rhythmologen zu vereinen. Ja, das heißt, er fährt hier verschiedene Ebenen rein, RAO und LAO-Ebene rein. Und hier sehen Sie, wie gleichzeitig gescannt wird. Sie sehen hier den Ablationskatheter, hier den Schaft hochkommen. Das ist eine LAO-Projektion. Ein Katheter ist schon im Koronarsinus. Auch das ist inzwischen relativ leicht intubierbar. Wir sehen den Katheter hier rund auf die Pouch gedrückt. Und das klappt tatsächlich schon sehr gut. Das muss man ehrlicherweise zugeben, war am Anfang schwierig. Am Anfang war es insofern schwierig, weil wir die ersten Interventionen im MRT mit dem Radiologen durchgeführt haben. Und da war immer die Kollision. Die Welt des Radiologen und die Welt des Rhythmologen. Ja. Wir kennen schon immer die typische RAO-LAO-Projektion. Solche Projektionen kennt der Radiologe gar nicht. Der würde nicht auf die Idee kommen, eine RAO-LAO-Projektion im MRT zu machen. Und das war tatsächlich eine gewisse Lernphase notwendig, um da einen Weg zu finden. Mit Stefan ist es leichter, weil Stefan ein Interventionalist ist, der weiß, was ich sehen möchte und kann relativ schnell zwischen zwei Ebenen hin und her flippen, sodass ich tatsächlich die Ablation dort sicher und schnell durchführen kann. Ich mache mal schnell weiter. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben die Zulassung für den Ablationskatheter hat Imricor Ende Dezember, Anfang Januar 2020 bekommen. Und wir haben tatsächlich da relativ zügig angefangen. Die erste Prozedur war eine diagnostische Prozedur. Das war ein Patient mit Verdacht auf ARVC. Das heißt, wir haben als erste Prozedur diese diagnostische EPU gemacht, in Kombination mit dem MR-Scan. Das heißt, wir haben klassisch Patienten punktiert, Katheter hochgeschoben, haben dort eine Ventrikelstimulation durchgeführt im Sinne der Risikostratifizierung. Und Stefan hat dann kurz danach nochmal den rechten Ventrikel durchgescannt und nach typischen ARVC-Veränderungen gesucht. Hat auch sehr schön und glatt geklappt. Das war natürlich nur der Einstieg. Und die Workflows, die Prozeduren, alles zu üben. Seitdem haben wir 14 Patienten eine Ismus-Ablation durchgeführt. Hier sehen Sie Zeiten kurz zusammengefasst. Die CS-Intubation war im Mittel 8,5 Minuten. Wir haben 20 Minuten applaudiert, was erstmal relativ viel klingt. Man muss aber auch bedenken, dass tatsächlich die erste Intervention dort drin und die Prozedurzeit war trotzdem, dass es die ersten Prozeduren sind, mit 43 Minuten sehr, sehr erfreulich. Ich habe
gestern wieder eine Ablation durchgeführt. Wir machen das jede Woche inzwischen, zwei Patienten. Ich habe gestern eine Ablation durchgeführt. Die gesamte Prozedurzeit von der Leistenpunktion bis ersten Muskelblock und Katheter wird raus, waren irgendwie knapp über 25 Minuten. Das heißt, es war tatsächlich vergleichbar mit den Prozeduren, die wir im Katheterlabor haben. Wir haben bei einem Patienten einfach auch nochmal zusätzlich eine AV-Knoten-Ablation durchgeführt. Dieser Patient hat ein persistentes Vogelflimmern gehabt, hochsymptomatisch, war etwas über 80 Jahre alt, hat bereits einen Dreikammerschnitt noch am Ring gehabt, sodass wir in diesem Fall entschlossen haben, eine maximale Frequenzkontrolle im Sinne der AV-Knoten-Ablation durchzuführen. Auch das hat wunderbar geklappt und das alles ohne Komplikationen. Toi, 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 ich müsste jetzt auf Holz klopfen. Wenn das so weitergeht, das ist sehr, sehr erfreulich. Meine Damen und Herren, ich möchte meinen Vortrag folgendermaßen zusammenfassen. Mögliche Vorteile der MRT-basierten Prozedur sind die Kombination aus anatomischen, funktionellen und Substratinformationen. Wir haben ein klares Ziel und wir haben einen Endpunkt bei der Ablation. Wir können Gewebe visualisieren. Ja. Neu ist, dass wir dieses MR-only-Workflow schaffen. Ja, das heißt, wir können die ganze Prozedur im MRT durchführen, ohne zwischen Katheterlabor und MRT hin und her springen zu müssen. Klappt gut, funktioniert gut. Man muss aber auch jetzt einschränkend dazu sagen, dass ich momentan noch parallel zu MRT-Ablation mir einen Notfall sehe. Das heißt, da wir jetzt noch am Anfang der Lernkurve sind, Anfang der Prozeduren sind, wird immer, während ich eine MRT-Ablation durchführe, ein Herzkatheterlabor vorbereitet, dass, wenn was ist, ich den Patienten schnell ins Katheterlabor transferieren kann und dort die Komplikation managen kann. Die Ärzte und die Schwestern sind geschult, wie wir diesen schnellen Transfer schaffen. Ich erwarte aber auch, dass wir diesen Bereitschaft, Notfallsaal auch bald nicht mehr routinemäßig brauchen werden oder vorbereiten werden. Aktiv-Katheter-Imaging, sprich diesen Katheter visualisieren, erlaubt jetzt schon, da bin ich mir ziemlich sicher, erfolgreiche rechtsatriale Isthmus-Ablation. Aber natürlich ist das nicht unser Ziel. Das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen zu komplexen Prozeduren kommen, linksseitigen Prozeduren kommen. Dazu brauchen wir aber noch kleine Entwicklungsschritte. Wir brauchen Erfahrung. Ein 12-Kanal-EKG wäre insbesondere bei Ablation und Kammertach-EKG wichtig. Ja. Fortschritte. Es ist noch kein zugelassenes Produkt, aber ich erwarte, dass es nicht mehr allzu lange brauchen wird. Wir werden mal zusätzlich für linksseitige Prozeduren steuerbare Schleusen brauchen. All das, ich glaube, meine Damen und Herren, es ist ein guter Start gewesen. Wir haben jetzt Juni, trotz der Corona-Situation konnten wir gut Fortschritte machen und ich erwarte, dass wir bald weiter in diese Richtung arbeiten werden. Und ich hoffe, ein paar Kollegen dazu zu bekommen, weil nur gemeinsam können wir Entwicklung starten. Abschließend habe ich Stefan kurz gebeten, nochmal Ihnen zu zeigen, wofür wir das MRT brauchen. Ja, momentan ist es natürlich so, dass wir den Scanner nicht alleinig für eine Ablationsprozedur investieren würden. Also ich glaube nicht, dass wir so weit sind, dass wir tatsächlich unsere Geschäftsführung, unseren Krankenhausträger überzeugen können, einen MRT-Scanner hinzustellen, nur damit die Ablation durchführen können. War bei uns sicher auch nicht der Fall. Momentan wird der Scanner klassisch für Bildgebung benutzt und das will ich Stefan kurz erzählen, was wir im letzten Jahr so an Bildgebung gemacht haben. Stefan. Ja, schönen guten Tag. Wie gesagt, der Scanner ist bei uns 5 Tage die Woche im Einsatz. Und wir haben im Jahr 2019 kurz mal die Indikationen zusammengestellt. Es wurden ca. 1400 Patienten untersucht. Es sind ambulante Patienten untersucht und alle stationären Patienten bei uns hier im Herzzentrum, sowohl Kardiologie als auch Rhythmologie. Wir haben ca. 400 Patienten an Stressuntersuchungen durchgeführt. Davon sind 23% dann auch zur Herzkatheteruntersuchung beim nachgewiesenen Perfusionsdefizit geführt worden. Insgesamt ist unser MRT natürlich rhythmologisch ausgerichtet. Wir haben insbesondere alle Patienten oder viele Patienten mit Pulmonalvenenisolationen vor Pulmonalvenenisolation MRT durchgeführt. Das sind nicht ganz hier alle aufgepasst. Eine klassische Fragestellung ist die unbekannte unklare Kardiomyopathie, die wir häufig beantworten können. Häufig eine Myokarditis. Insbesondere die Abstimmung auf die Rhythmologie
Gibt sehr, sehr viele Indikationen. Wir wollen gerne wissen, braucht der Patient ein Device primär prophylaktisch, zum Beispiel ein Defi, aber auch beim Schrittmacher, beim AV-Block 3, gibt es zugrunde liegende Ursachen für diesen AV-Block. Vor Ablation, vor TVS-Ablation, wie gesagt, verwenden wir eine 3D-Aufnahme des linken Ventrikels zur Implementierung in das Navigationssystem der EPU. Wir haben nahezu alle Patienten, die mit implantierten Geräten vorgestellt wurden, im MRT untersucht, mit ca. 208 Patienten. MRT ist ein Game Changer. Wir haben in ca. 17% der Fälle ein Change in Diagnosis. Das heißt, der Patient kommt mit einer unbekannten oder mit einer nicht ischämischen Kardiomyopathie, DCM, und wir können sehen, was liegt wirklich zugrunde. Das ist natürlich immer im Zusammenhang mit der Anamnese zu sehen. RV-Pacing induziert, Vorflimmern induziert. Am Ende ist es doch eine ischämische Kardiomyopathie mit ausgedehnten Narben. Sehen wir eine HCM oder viele andere uns in der rhythmologischen Abteilung interessierenden Kardiomyopathien. Also MRT kann man definitiv gebrauchen, ändert die Diagnose und die Behandlung der Patienten grundlegend. Vielen Dank, Steffen. Meine Damen und Herren, das wäre unser Vortrag. Ich danke für die Aufmerksamkeit und würde jetzt zurückgeben an den Kollegen von Imricor bzw. Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wenn Fragen da wären. So, Fred? So, jetzt geht's in Ordnung. ich habe schon eine Frage bekommen. Warum sollte ich jetzt anfangen, wenn dies nur für Vorhofflattern angezeigt ist? Das ist eine sehr gute Frage, muss man natürlich sagen. Ich glaube, ganz offen gesagt, ich würde momentan nicht zur Geschäftsführung gehen und sagen, ich brauche einen Scanner für Ablation. Weil es ist ja nachvollziehbar, es wäre auch falsch, was anderes zu sagen. Es geht nicht um Isthmusablation, dafür brauche ich nicht den Scanner. Ich würde momentan die Argumentation eher dazu geben, man braucht einen Scanner für die kardiologische Diagnostik. Stefan hat schön gezeigt, was man damit machen kann. Und wir sehen das Potenzial, was man mit dem Scanner im Scanner machen kann bezüglich Ablation. Ja. Und auch, wie ich ja in meiner Präsentation gezeigt habe, ist die Isthmusablation auch nicht ganz banal. Ja, das heißt, wenn man mit einer neuartigen Technologie sich weiterentwickeln möchte, glaube ich, oder wenn man perspektivisch zu komplexen Ablationen kommen möchte, glaube ich, ist es ein richtiger Schritt, das mit simplen Ablationen wie einem Vorhofflattern zu beginnen. Okay, gut, danke schön. Und habe ich noch eine Frage bekommen? Welche Sicherheitsaspekte müssen berücksichtigt werden? Was passiert, wenn Sie eine Komplikation wie Tamponade erleben? Ja, auch das ist eine sehr ganz wichtige Frage und das ist vor allem eine psychologisch wichtige Frage, weil ich kann noch habe die ersten Prozeduren noch vor Auge. Es war eine große Unsicherheit vom Pflegepersonal, auch von Kollegen, was wir dort tun. Es ist ein komplett fremdes Umfeld. Ja, das heißt, man muss sich im Vorfeld schon gut Gedanken machen, wie man reagiert. Ja. Welche Komplikationen sind zu erwarten? Erstmal kann man sich vorstellen, dass die Leistenfunktion, aber das ist alles jetzt nicht wirklich, was stören würde. Katheter vorschieben, hatte ich gezeigt, funktioniert ganz gut. Das sind aber die klassischen Komplikationen, die wir bei Ablationprozeduren erwarten. Ja. Das ist einmal die Perikard-Tamponade. Ja. Kann immer vorkommen, muss man sich vorbereiten. Vorteil im MRT ist, dass man das tatsächlich schnell und sofort detektiert. Nachteil ist, dass wir noch keine Erfahrung haben, Tamponaden im MRT zu entlasten. Und das ist natürlich für unser Team geschult. Das heißt, wenn eine Tamponade auftreten sollte, gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder man hat ein Katheterlabor, in dem man den Patienten transferiert, oder man fährt einen Patienten aus dem MRT raus
und führt eine ultraschallgestützte Perikardpunktion. Letztendlich glaube ich aber auch, dass man auch bezüglich dieser Komplikation einfach eine gewisse Erfahrung und Übung braucht. Ja. Ich glaube, dass man immer mal auch eine Education-Programm, sprich ein Ausbildungsprogramm durchführen sollte, indem man im Tierlabor auch den MRT punktieren kann. Ja, also die Tamponade muss man auf dem Schirm haben, ganz sicher. Ja. Eine andere klassische Komplikation, wo man Sorgen hat, ist AV-Blockierung, Leitungsstörungen. Das ist auch ganz wichtig, ja. Wobei ich das nicht so im Vordergrund sehe. Wir haben einen Katheter im Herzen, das heißt, selbst wenn der Patient einen AV-Block entwickeln sollte bei einer Ablation, sind wir in der Lage, über den im Herz liegenden Katheter zu stimulieren. Das heißt, akut können wir das damit lösen. Wir können Patienten aus dem MRT rausfahren. Wir können mit Defi-Elektroden extern stimulieren. Das heißt, auch das ist eine Komplikation, die man, glaube ich, gut managen kann. Okay, ganz deutlich. Dankeschön, Thomas. Ja. Habe ich noch eine letzte Frage. Was haben Sie vor, um die Indikationen zu erweitern? Was wir vorhaben, wir haben eine enge Kooperation mit Imricor vor. Ja? Wir kennen Imricor, wie gesagt, ich persönlich kenne die Kollegen seit fast 10 Jahren. Ja? Das war immer eine fruchtbare und gute, enge Kooperation. Ja? Und jetzt geht es tatsächlich darum, Erfahrung zu sammeln. Ja? Es geht darum, zu schauen, wo wir stehen, ja, was wir noch besser machen können. Und dort gibt es auch einen engen Austausch. Und die Kollegen von Imricor sind auch sehr dankbar dafür, dass sie ein Feedback haben. Ich möchte, ganz offen gesagt, nicht im rechten Vorhof bleiben. Ich möchte im linken Vorhof vordringen, ich möchte im linken Ventrikel vordringen. Und ich glaube, dass das, oder ich bin überzeugt, dass jetzt es keine 8 Jahre mehr brauchen wird, so wie seit der ersten MRT-Intervention. Ich glaube, das geht jetzt relativ schnell. Wir sind im Umfeld, wo wir jetzt inzwischen routiniert arbeiten. Wir haben einen zugelassenen, CE-zugelassenen Katheter. Es werden zunehmend Prozeduren durchgeführt. Das heißt, ich glaube, dass das Entwicklung jetzt einfach viel, viel schneller sein wird. Ja, das ist so, wenn man erstmal mit dem Fahrrad losgefahren ist, ist man schnell dabei, Tempo zu haben. Man muss erstmal losfahren und das haben wir jetzt getan. Und ich hoffe und erwarte, dass wir mittelfristig auch an komplexen Ablationen ankommen werden. Okay, ich habe noch eine Frage bekommen, erst gerade. Also können Sie während des Eingriffs Läsionen im Atrium sichtbar machen? Ich glaube, das ist jetzt die Chance, dass Stefan auch mal was sagt. Also ich kurz verschnaufe. Stefan, kannst du die Frage beantworten? Ja, natürlich. Also wir haben T2 und Untersuchungen, wo wir dann direkt Ödem sehen können. Die können wir schnell einschieben. Wir können mittels Kontrastmittel akute Narbenläsionen sehen über diese mikrovaskuläre Obstruktionsbildgebung. Das ist sicherlich möglich, teils mit Single-Shot-Sequenzen. Der Patient ist sediert, daher brauchen wir sehr schnelle Sequenzen. Für die abschließende Visualisierung würden wir 3D-Sequenzen aufnehmen. Aber das ist sowohl akut als auch zur Quantifizierung im MRT geeignet, ideal geeignet. Okay, also ganz klar. Also das wäre es, was die Fragen betrifft. Dann möchte ich Ihnen bedanken für alle Fragen und Ihre Zeit. Und ich werde Ihnen morgen ein E-Mail schicken, damit Sie meine Kontaktdaten haben. Und wenn es noch Fragen gibt, rufen Sie mich bitte an oder senden Sie mir eine E-Mail. Ich werde versuchen, die Frage zu beantworten und ich hoffe, dass Sie das interessant gefunden haben und vielleicht treffen wir uns in der nahen Zukunft. Also herzlichen Dank, noch einen schönen Donnerstag und hoffentlich bis bald. Fred, noch ein ganz kurzes Kommentar aus Dresden. Ich möchte den Kollegen natürlich auch persönlich danken, dass sie Zeit sich genommen haben am späten Nachmittag und ich möchte Ihnen das Angebot machen, wenn Sie tatsächlich das mal live vor Ort anschauen möchten, wie wir arbeiten. Sind Sie stets willkommen. Wir führen jede Woche 2 Ablationen durch. Wir werden in Zukunft noch mehr werden. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, das vor Ort sich mal anzuschauen, einfach Kontakt über Imricor oder direkt an uns und Sie sind stets willkommen. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Dankeschön, Thomas und Stefan. Bis bald. Tschüss. Tschüss.